halt so mein kleines Glück noch in meinem Leben, sage ich mal. Und da hatte ich dann ziemlich Angst, dass ich nochmal in so ein Loch falle und es halt nicht schaffe, psychisch. Dann habe ich halt mich entschlossen, nochmal, ja, mir direkt eigentlich nochmal einen neuen Hund zu holen. War auch gut. Die lenkt mich sehr ab, die kleine Maus. Aber es ist natürlich doch kein Ersatz. Und leider Gottes ist kurz nach dem Unfall, ich glaube gut eine Woche später, auch noch meine Katze wahrscheinlich vergiftet worden. Was ist los? Okay, Wahnsinn, okay. Und als das war, da habe ich nichts mehr gefühlt, weil das einfach zu viel war, ja. Ja. Da war ich emotional so leer. Und ja, gut, war dann froh, dass ich dann doch noch mal den Hund oder quasi noch ein Tier dann an meiner Seite hatte, ja. Es war viel, es war wirklich viel. Ja, aber heute habe ich noch ein neues Auto dann jetzt endlich mal noch mal gekauft und deswegen, es war ein guter Tag, es geht langsam noch mal. Mich würde mal so interessieren, ich sage jetzt einfach mal ein Wort, Thema Männer. Was löst das in dir aus? Aktuell nicht wirklich was Gutes. Ja. Also ich habe aktuell gar keinen Bezug zu Männern. Das Vertrauen ist da bei mir. Klar, ich wäre mir natürlich lieber, ich hätte jetzt jemanden zu Hause, ja, eine schöne Beziehung, um Gottes Willen, aber dafür ist es, glaube ich, noch viel, viel zu früh, weil ich dieses Vertrauen gar nicht aufbauen kann. Jetzt, ich muss erstmal nochmal zu mir zurückfinden. Was ich auch krass fand bei unserem letzten Stream, hast du auch noch, das hatte ja dann schon auch was, wie soll ich das sagen? Also, dass die Geschichte war vorbei, du hast alle Reißleinen gezogen und dann gab es wieder Momente, wo du in so ein Loch gesunken bist, wo du dir wieder Vorwürfe gemacht hast, beziehungsweise was hast du in der Beziehung falsch gemacht, etc. Weißt du, was ich meine? Also es hat ja auch ganz viel mit Mindset zu tun. Ja, also ja, ich habe mich halt viel mit dem Thema Sucht auseinandergesetzt. Stattdessen hätte ich mich lieber mal mit dem Thema Co-Abhängigkeit auseinandersetzen sollen, was ich danach ja getan habe oder aktuell immer noch tue. Und theoretisch kann ich mir vieles zusammenreimen und weiß, wie die Wahrheit aussieht. Aber ja, wenn man halt eben, ich sag mal, gut anderthalb Jahre oder ja, ein bisschen länger, wie soll ich sagen, ja, doch auch irgendwo manipuliert wurde vielleicht, kommen da immer wieder diese Zweifel zurück und man sucht doch noch Bestätigung irgendwie im Außen oder braucht von außen noch immer wieder ja, eine Sicherheit. Wie lange war die Beziehung mit diesen Menschen? Das war doch gar nicht so lang, oder? Also es waren, wie gesagt, wir haben uns kennengelernt 22 im Sommer. Ja. Und jetzt der letzte Kontakt war Ende Januar, beziehungsweise in den Februar hinein haben wir noch geschrieben. Aber ja, das letzte Mal gesehen Ende Januar. Aber gut, da waren wir auch schon nicht mehr zusammen. Ja, es war zwar nicht lang, aber sehr turbulent. Es war sehr, sehr viel Stress und die Zeit kommt mir wesentlich länger vor, als das sie eigentlich war. Aber meinst du auch, dass man eigentlich, bevor so eine Beziehung anfängt, ja irgendwo für solche Dynamiken schon empfänglich sein muss? Ja, Ja. also irgendwie muss ja vorher schon, ich versuche so zu begreifen, was gesetzt gewesen sein, was dann so andocken konnte. Was meinst du, was sind da so für Geschichten? Ja, genau. Ich gehe jetzt auch da auf die Spurensuche, sage ich mal. Also, ich dachte zwar immer, okay, ich war vorher super zufrieden und glücklich, aber ganz so war es dann doch nicht. Also, ich hatte mich dann doch auch schon irgendwie weitergesehen, was das Berufliche angeht und so weiter. So richtig zufrieden war ich dann nicht. Und also eine Selbstwertproblematik habe ich definitiv, die habe ich auch schon länger. Ich habe es nur halt nie so ernst genommen. Ich hatte ja so meinen Freundeskreis und es war alles okay. Ich musste ja nicht unbedingt da irgendwie groß auf Partys gehen oder so. Ja, es war so in Ordnung. Aber ja, dadurch haben natürlich auch die Drogen erstmal einen positiven Effekt auf mich gehabt, weil es mir vorher vielleicht gar nicht so gut ging.
Und ja, Ach so, er. und die Substanzen haben natürlich so dieses, die Dinge überdeckt, die dir eigentlich gefehlt haben. Ja, erstmal schon, ne? Dieses Gemeinschaftsgefühl, ganz klar. Klar, es sind ja auch nette Menschen, so will ich es gar nicht sagen, aber Es ist ja ja. nicht die Realität. Nee, es ist einfach, Ja, ja, ja. eine Illusion Zed einfach. Pürsen fragt gerade, weil wir müssen uns natürlich auch bewusst werden, dass hier manche Leute sind, die den ersten Stream nicht kennen. Um was für Substanzen ging es denn? Alle Partydrogen eigentlich, also ja. Von Außer Crystal. ja, genau, Ja. also ja, Weed, Pepcocain, Ketamin, Ecstasy, genau, ich habe auch ja, LSD, solche Dinge auch probiert, Genau, da hatten aber wir ja. auch letztens drüber geredet im Stream, dass du LSD für dich auch so der Endgegner war. Ja. Ja. Hatte ich letztens auch wieder auf dem Kanal, also auf LSD können wirklich hässliche Sachen passieren. Ja, ich hatte so einen Bad Trip jetzt, ja, Gott sei Dank nicht. Ich kann jetzt auch verstehen, wie das ist, wenn sowas dann halt eben 12 Stunden oder so andauert. Ja, Das ist furchtbar. wirklich furchtbar. Ich hatte das auf, ja, also so Keks sagt man ja, Ketamin und Kokain. Ja. Da hatte ich das sehr heftig, aber ja, da habe ich dann auch gedacht, ich wäre hängen geblieben. So, das ist auch so, ja, glaube ich, irgendwie so ein Klassiker vielleicht, aber das war wirklich schlimm und ich dachte, die anderen wollte mich dann umbringen und so. Also, das war wirklich nicht schön. Ging dann Gott sei Dank ja nicht so lange. Aber es hat mich dann trotzdem auch nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Da muss man ganz klar sagen. Wo Obwohl stehst du es. heute mit dem Konsum? Ich bin da raus. Also, Komplett, ja. ja, genau. Ich trinke Alkohol, ja, gelegentlich. Aber ansonsten, ich konsumiere auch keinen Gras mehr, das habe ich eine Zeit lang auch sehr exzessiv gemacht. Irgendwann, ich glaube, Spätsommer letzten Jahr, habe ich dann gesagt, nee, also ich war auch im täglichen Konsum drin und dann, ja, habe ich einfach gesagt, ich möchte es nicht mehr und habe es dann auch gelassen, habe dann irgendwann nochmal was geraucht, aber es, ja, hat mir nichts mehr gegeben. Also auch die Legalisierung jetzt, das hat mich überhaupt nicht tangiert. Früher hätte ich die Pi gerufen, aber Wärst du zur nee. Demo gegangen? Ja, Ja, wahrscheinlich. wie sinnlos. Genau. Meine Liebe, das ist eine spannende Geschichte bei dir, weil es gibt, ich sehe, also ich meine, ich versuche dich ja kennenzulernen nur durch unser Gespräch. Und ist meine Vermutung richtig, dass vor dieser legendären Beziehung, um die sich ja irgendwie jetzt alles dreht, es da einfach auch noch eine andere Marie gab, eine andere Maria? War die Maria vor dieser Beziehung lebensfreudiger? War das leichter? Oder Ja, selbstsicherer würde ich selbstsicherer, sagen. ja? Ja. Okay. Ne, also ich habe für meine Meinung habe ich eingestanden und wenn jemand eine andere Meinung hatte, dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe bei meiner. Und jetzt war es dann tatsächlich so, wenn wir nicht die gleiche Meinung geteilt haben, dann dachte ich direkt, ich liege falsch. Oder ja, keine Ahnung. Also ich würde schon sagen, es gibt ein Leben vor meinem Ex-Partner und danach, muss ich ganz klar sagen. Ja. Was wurde dir genommen? Ja, also Energie. Es fühlt sich Warum an, als konnte würde es er dir nehmen? warum? Ja, weil ich dachte wirklich, ich könnte es irgendwie aussitzen, diese ganze Misere, und danach hätten wir einfach eine super tolle, glückliche Beziehung, wäre doch einfach nur der Konsum weg. Du hast also idealisiert. Genau, ich habe glorifiziert die schönen Tage, die paar schönen Die Tage. paar schönen Stunden. Ja, genau, die eigentlich dann normal sein sollten, sind dann auf einmal besonders, weil sie ja nicht so oft sind, ja. Ja, genau. Die heben sich dann Und so raus, weil der Rest eigentlich totale Scheiße ist. genau, ja. Ne. Ja. Ja, also es Lebensfreude, die Zuversicht ist irgendwie Weißt du, was nicht. mir gerade so auffällt? Was ich so ein bisschen vermisse und was du sicherlich auch vermisst, ist so diese Heilung. Ja, also weil im Leben passieren ja immer Dinge, die nicht schön sind manchmal. Also es gibt ja auch Einschnitte im Leben, was ja einen formt, was auch den Charakter weiterbringt, wie auch immer. Aber du leidest bis heute darunter und das finde ich krass. Das finde ich krass. Er hat ja immer noch irgendwo
oder du lässt das so zu und das ist jetzt keine Front, wir sind ja nur so ein bisschen in der Analyse, ja, er hat ja immer noch eine Macht über dich. Ja, ich denke, das kam auch, weil ich so dieses Schwarz-Weiß-Denken an den Tag gelegt habe. Ich wusste dann irgendwann nicht mehr, wer ist er jetzt? Ist er jetzt gut oder böse? Es hat für mich dann keinen Sinn mehr ergeben, weil ich so dachte, eigentlich ist er doch nicht so, ne? Also ich denke auch, Drogen verändern halt eben den Charakter, ohne dass derjenige das selber dann wahrscheinlich so merkt. Aber ja, dadurch, dass ich ihn ja auch gar nicht clean kenne, also den echten Menschen, sage ich mal, so also wirklich, Aber war das für mich unheimlich ja, schwer. finde ich gerade ein interessantes Bild. Gab es diesen clean Menschen denn in den letzten 15 Jahren überhaupt? Ich weiß nicht genau, seit wann er. Aber hast du Seit diesen wann? clean Menschen denn jemals Nee, kennengelernt? nee, nee, Das nee. meine ich Ich ja. kenne. Also für dich ist er ja immer nur er gewesen, wie er halt so war. Ja, gut. Gut, ich dachte ja am Anfang, habe ich ja erstmal gar nicht dieses Problem erstmal gesehen. Ich dachte, hier geht es um einfach Party, bisschen Spaß, muss man ehrlicherweise. Oder habe ich wirklich, wirklich so gedacht. Und Banalisiert, unterbewusst. ja, ich war ja da auch nie in dieser Szene so drin. Und naja, gut. Wenn er dann halt eben mir den Anschein geweckt hat, dass er clean ist, ich sag mal 2 Tage nichts genommen hat, war für mich ja dann schon clean. Ja, okay. 48 Also Stunden halt, ja. so ungefähr. Ne? Natürlich ist das nicht so, aber ja. Und dann hat er sich natürlich auch anders verhalten. Wenn dann der Entzug wieder kam, dann war es auch noch mal anders. Also ja, man wusste ja nie, was erwartet einen jetzt. Es kann so oder so sein. Aber warum hast du an diesen Menschen dein Herz verloren? Ja, also ich habe, wie Und gesagt, gedacht, ich ich finde, könnte ihn verstehen. Herz verloren ist der richtige Ausdruck dafür. Ja, Oder? kann man so sagen. Ja. Ja, also ich habe wirklich ihm mein Herz gegeben. Ich hatte auch, gut, das heißt es ja auch überall, solche toxischen Beziehungen sind immer sehr extrem und ja. Aber ich habe das Gefühl, ich hab noch nie sowas für jemanden empfunden. Was hast du denn genau empfunden? Also ich habe Verständnis auch empfunden für ihn irgendwie. Verständnis für Drogenmissbrauch. Ja, für seine Problematik, sage ich mal, ne? Vielleicht einfach die Parallelen gesehen, dass er Selbstwertprobleme hat oder also ja, diese. Was uns verbindet in dem Sinne an depressiven Eigenschaften, wenn ich so sagen würde. Keine Ahnung. Ja, so. Also war es Ich habe eigentlich so natürlich ein Solidaritätsgedanke? zum Teil vielleicht, ja klar. Aber natürlich habe ich auch gesehen, dass er sehr umsichtig sein kann oder spendabel, wie man so sagen will. Also er würde auch sein letztes Hemd geben für jemanden, den er gerne hat. Solche Sachen. Das Tierliebe, ne? Dass er auf der einen Seite halt eben auch ein Teddybär sein kann. Ja, diese Sachen, aber das ist halt eben leider nicht, also oder nur die eine Seite. Ja. Und ich habe eben versucht, mir zu sagen, wenn er nicht, ist alles perfekt, er ist nur so toll. Ja. Also du labelst das immer so mit diesen Drogen, aber meinst du denn, er wäre ohne Drogen anders? Habe ich mir immer so gesagt. Du weißt es aber gar nicht. Also man könnte sagen, man redet es sich ein bisschen ein. Ja, ich habe mir ja auch, wie soll ich sagen, es kam ja auch diese hoffnungsgebenden Sätze, zum Beispiel, ich mache das hier, also dieses Drogenverkaufen, er verkauft nur Drogen, weil er keinen Job hat oder er weiß, er hat ein Problem. Er wird eine Therapie angehen, dann und dann. Und auf der anderen Seite kamen aber auch so Sätze wie, wenn du das so mit mir nicht kannst, dann geht das nicht mit uns oder du packst das nicht mit mir. Und diese Sätze, die habe ich halt einfach ignoriert und habe mir dann, ja, in die paar Momente, in denen er dann gesagt hat, ah ja, er wird sich Hilfe suchen, da habe ich halt dann die Hoffnung reingesteckt. Ja. Ich war halt einfach auch irgendwann emotional abhängig, muss man ganz klar sagen, und das Ja, relativ früh. ich frag mich halt die ganze Zeit, was hat das mit dir zu tun?
Ja, also warum wirft man sich in so eine Geschichte, die eigentlich offensichtlich nicht so hinhaut? Hätte ich am Anfang gewusst, zu was das alles führt, hätte ich mit Sicherheit nicht gemacht. Und ich würde auch jetzt sagen, ich würde die Zeit gerne zurückdrehen. Diese paar schönen Momente, nee, der Preis war eigentlich zu hoch am Ende, ne? Also aktuell würde ich sagen, ich würde die Zeit zurückdrehen. Vielleicht gibt es mir irgendwann, ist der Tag gekommen, dass ich dann sage, gut, ich habe dann an dir gearbeitet, es war alles gut, so wie es ist, aber aktuell, ja, würde ich es gerne umdrehen. So mächtig ist es geworden, Wahnsinn. Also du kriegst irgendwie kein Haken dran. Nein, noch nicht. Was sind das für Gefühle, die dich da bestimmen? Ist das Vorwurf? Ist das Trauer? Ist das Eine einfache... Mischung. Also es ist immer im Wechsel, würde ich sagen, mal Wut, mal Traurigkeit, ne? Ja, natürlich auch, also Wut auf mich selber, ne? Warum habe ich das so lange mitgemacht und immer wieder in diesen Kreislauf da begeben, dann wieder Traurigkeit. Ich habe ja auch, muss man ganz klar sagen, meinen Freundeskreis in der ganzen Zeit vernachlässigt. Und das jetzt nochmal alles aufzubauen, dauert eben auch ein bisschen, ne? Total. Mir ist ja auch die Sachen, die ich ihm dann offenbart habe, zum Beispiel, dass ich mich einsam fühle oder ja, Angst habe, nicht gemocht zu werden und sowas. Das wurde ja dann von ihm auch immer wieder in Streitsituationen dann sozusagen bei mir verstärkt, indem er dann gesagt hat, ah ja, siehst du, darum hast du auch niemanden und solche Aussagen. Ah, Ich okay. habe es irgendwann geglaubt. Ich habe es irgendwann einfach dann auch geglaubt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich dass ich ein Engel war, Ja. ne? Also ich hab natürlich auch da abgefeuert. Wie meinst du das? Also ja, ich habe ihn zum Beispiel mal Junkie genannt oder also ja, auch ihn, ich wusste dann auch, wie ich ihn verletzen kann Ja. im Endeffekt. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, das wird dann immer heftiger, immer schlimmer, bis an Silvester dann auch die Polizei kommen musste oder ich die Polizei gerufen habe. Ja, und trotzdem bin ich danach wieder hin. Und das sind eigentlich schon Verhältnisse. Was ist da Silvester passiert? Ja, wir waren da ja schon offiziell getrennt, hatten dann aber wieder Kontakt und ich war dann ein paar Tage dort. Mir kam es so vor, als wären immer wieder Provokationen seinerseits von seiner Seite ausgekommen, sowas wie, ah ja, du hast ja eh gedacht, ich pack das alles nicht. Ja, er hat ja dann eine neue Arbeit gefunden und eine eigene Wohnung. Und ja, hat mir dann immer wieder vor Augen geführt, wie, ja, siehst du, was ich jetzt habe, jetzt, du hast nie an mich geglaubt. Und dann war es so, dass wir haben da mit ein paar Menschen noch zusammengesessen und die wollten dann Kokain und mich gefragt, ob ich was nehmen will. Und da habe ich gesagt, nein, ich brauche das nicht. Und dann haben sie sich provoziert gefühlt von wegen, ja, glaubst du, du wärst was Besseres? Mein Gott, okay. Und Wie dann, kindisch. naja, und dann habe ich, dadurch, dass ich mich so lange schon provoziert gefühlt habe, dadurch und es immer geschluckt habe, nichts gesagt habe, habe mein Weinglas auf den Boden geschmissen und wollte direkt los meine Tasche packen. Dann ist er mir aber schon hinterher, ist ausgerastet, hat mich angeschrien, hat mich dann im Flur geschubst und bespuckt. Oh nein. Ich hatte in der Moment Wohnung. mal. Also bespucken finde ich ja Ja, richtig asozial. Also das finde ja. ich fast noch krasser als eine Ohrfeige. Ja, es war für mich, ich bin ruhig geblieben, ich habe mir gedacht, wow, Ja. wie blöd bist du eigentlich, dass du immer noch hier bist und das du einfach nicht checkst. Du hast dich berotzen lassen. Zweimal, Ja. ja. Und bist immer wieder Genau. zurückgerannt. Ja, und dann Ja. ging das weiter. Er hatte Anfang Dezember, deshalb kamen wir nochmal in Kontakt, einen Freund verloren, der sich das Leben genommen hatte. Der hat sich leider erhangen und dann meinte er noch zu mir, ich hoffe, du gehst dich erhängen. Und, also es war sehr, sehr heftig, sehr, sehr Ja, heftig. ja. Und irgendwann ja, habe ich eine Beleidigung gesagt, wo ich ganz genau wusste, das ist sein Lieblingswort, also nicht. Er nennt alle so, aber man selber darf ihn nicht so nennen, weil es mir zu viel war. Und dann ja, wurde ich wieder bespuckt. Und dann habe ich gedacht, gut, ich rufe jetzt die Polizei, weil
Ich dachte, wie weit wird das noch führen? Bin dann aber aus der Wohnung und da ist nichts passiert. Wir haben uns dann gegenseitig angezeigt, aber das haben wir dann auch wieder Zurückgezogen. fallen gelassen. Ja, genau. Ich wollte es auch einfach nicht, den ganzen Stress. Und Ich glaube, so mit, guck mal, mit so rationalen Fragen, warum, wieso, weshalb, kommt man bei so einer Geschichte nicht weiter. Kann man das sagen? Ja, weil es ja. ist ja eine Sucht, eine emotionale Sucht. Das ist wie mit einer Drogensucht, wo man weiß, die Droge verletzt einen, die tut nicht gut, aber man macht es halt immer wieder. Ja, also darum ist es schon ganz gut, denke ich mir, wenn wir diese und toxische Beziehung schon mit solchen mit solchen Suchtdynamiken vergleichen. Weil du selber in einer ruhigen Minute, so wie mit mir jetzt, kannst das, glaube ich, gar nicht dann nachvollziehen, warum, wieso, weshalb du das wie damals wieder zurückgegangen bist. Nee, also man denkt sich dann in dem Moment, bleib jetzt ruhig. Ich dachte mir auch, da ist halt kein Mensch vor mir. Also ich habe mal, also es ist keine Entschuldigung, egal wie, ob jemand betrunken ist oder irgendwas anderes genommen hat. Ich denke mir immer noch, ich habe ja auch einiges genommen und habe nicht so reagiert. Oder? Ich hatte ihn dann auch versucht zu beruhigen, habe ihn. Gut, er ist ein sehr großer Mann, fast 2 Meter. Ich bin nur die Hälfte so. Habe ihn dann versucht, ins Schlafzimmer zu ziehen, und habe gesagt, jetzt komm runter, beruhig dich. Aber dann hat er mich wieder weggeschubst. Es war einfach nicht möglich in dem Moment. Und ja, man versucht dann einfach rational, ja, oder keine Ahnung, ruhig zu bleiben. Aber natürlich, wer sagt, jeder gut normal funktionierende Kopf, lauf. Und dann bin ich auch raus. Und dann habe ich auch telefoniert und habe gesagt, ich war eigentlich davor auszupacken, weil ich so wütend war. Auszupacken, was heißt das? Alles zu erzählen. Der Polizei, ja, Was er so genau. macht. Genau. Rache. Aber die Freunde haben natürlich dann, als sie mitbekommen haben, dass ich die Polizei wähle, haben natürlich alle schnell zusammengepackt und haben sich aus der Wohnung verdrückt natürlich. Ja. Naja, gut. Ich hatte dann auch, wie gesagt, wieder mal vor. War dann, als ich aus der Wohnung rausgerannt bin, war ich davon überzeugt, ne, nie wieder. Ja, wie so oft. Hab mir dann gesagt, das hier hast du vielleicht noch gebraucht als letzten Dämpfer. Ja, nochmal ein Tritt ins Gesicht, so ungefähr. Wie Ja. lange hat es angehalten? Ich weiß es gar nicht genau. Ich kann es dir nicht sagen. Ein Tag, 2 Tage, eine Woche. Nee, ich denke mal eine Woche oder zwei Ja. vielleicht. Ich weiß auch nicht, wie es dann wieder dazu kam, dass wir Kontakt hatten. Immer wenn so eine Streitsituation war, habe ich eigentlich mein Handy weggepackt, weil von ihm dann immer direkt nochmal Anrufe kamen oder nochmal Hassnachrichten. Es Zum ging dann Beispiel, ja was noch. für Nachrichten? Ja, so, und ich habe noch nie so einen Menschen, so ein, du bist der letzte Mensch, keine Ahnung. Es kam dann einfach, es ging dann einfach nochmal weiter. Aber er konnte von dir ja auch nicht lassen. Der hätte ja auch, also wenn du dann wieder zurückgekommen bist, hätte er auch sagen können, ey, pass mal auf, das geht mir ja total auf den Sack mit uns, das ist jetzt ja zu Ende. Aber Aber warum? Ich kam ja immer wieder zurück. Ich habe ja Was hat er denn immer von dir wieder. gehabt? Ja, er hatte von mir quasi eine Beziehung und noch eine Frau, die gleichzeitig ziemlich viel toleriert. Und Er hatte so eine Semi-Beziehung, wo er sich einrichten konnte, ohne selbst geben zu müssen oder Kompromisse einzugehen. ja, ich glaube, in der Beziehung, also in der Beziehung vor mir musste er natürlich alles geheim halten, den ganzen sein Lebens oder sein zweites Leben, sage ich mal. Und in mir hat er jetzt meine Frau gefunden, die das mitmacht, die neben ihm im Auto sitzt und stundenlang wartet, während er dann sein Zeug verkauft. Und ja, ich glaube, das war für ihn oder er sein Suchtkopf. Ich denke mir halt heute, ich glaube, die Beziehung wäre niemals entstanden, wenn ich da nicht mitgespielt hätte, leider. Ja, und er hatte halt so irgendwie beides. Konnte so weitermachen. Dione fragt jetzt was, das habe ich nicht ganz verstanden. Wo bleibt der Blick in die Vergangenheit? Von wegen sich schlecht behandelt lassen. Er hat ihre Energie, das ist warum das. Aha, okay. Dione schreibt, das ist, glaube ich, das passt jetzt auch.
Er hatte ihre Energie, also deine Energie. Das ist, warum Narzissten Beziehungen führen, um den anderen auszusaugen. Ja, ich bin mir da nicht sicher. Also dieses Narzissmus-Ding war bei mir ja auch schon sehr, sehr, sehr oft Thema. Ich habe ihn auch, das wusste er auch. Ich habe ihn auch schon, habe auch schon mal zu ihm gesagt, du bist ein Narzisst. Ich kann das natürlich nicht beurteilen. Ich bin ja kein Psychologe oder so. Aber also ich habe irgendwo mal den Satz gelesen, Kokain ist wie also Narzissmus in Pulverform. Und ja. Gier, Gefühlskalt, großes Ego, das ist so, sind so diese. Ja, das ist so, ja, aber ich muss dir eins sagen, dass wenn du so lange Kokain ziehst, ist eigentlich nur noch Stress das Gefühl. Du bist halt immer gestresst, weißt du? Dione meinte das so mit Blick in die Vergangenheit, deine Kindheit. Kannst du da Parallelen finden, warum da vielleicht Sachen gelegt wurden, dass du da so empfänglich dafür warst? Ja, genau. Also diese fehlende Liebe oder das Gefühl, nicht geliebt zu werden, würde ich definitiv sehen. Darum binde ich mich auch so an Tiere. Das habe ich immer schon gemacht, auch schon in meiner Kindheit. Die haben mir halt immer sehr viel Ruhe gegeben. Und ja, ich habe sehr oft gesagt bekommen, du bist schwierig oder du bist falsch, so Du etwas. bist falsch. Ja, was heißt falsch? Also Wer hat das zu dir gesagt? anstrengend. Ach, du bist. Also meine Mutter, ja, das ist kein so gutes Verhältnis. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob sie genau gesagt hat, du bist falsch, aber du bist anstrengend, du bist Du kompliziert. nervst. Selbst die Erzieher und die Lehrer waren überfordert mit dir, so Dinge. Ne? Und stimmte Und das? also ich würde rückblickend sagen, ich war schon ein Problemkind, Warum? aber ja, weil ich so sehr aufmüpfig war, irgendwie ein bisschen systemspringermäßig unterwegs, glaube ich. Aber ja, wurde halt immer das Gefühl vermittelt, irgendwas stimmt mit mir nicht, in dem dann, ja, ich musste. War in Ergotherapie, ich weiß gar nicht warum. Ach, Lese-Rechtschreibschwäche hatte ich, aber das ist inzwischen auch, hat sich verwachsen, sage ich Ja, mal. okay. Und dann wurde auch ein IQ-Test gemacht und ich sollte einen Hörtest machen. Alles so Sachen, mir hat es irgendwie immer so das Gefühl vermittelt, ja, ich bin nicht richtig, irgendwas, ich bin anders. So, Aber ich hatte dann ja auch, als ich jetzt in Therapie bin letzten Sommer, war ich ja auch so, dass ich gesagt habe, ich habe doch irgendeine Persönlichkeitsstörung, weil ich so kaputt war. Aber der Therapeut hat mich da also beruhigt. Ich habe eine Depression, eine mittelschwere. Und ja, genau Die sonst. Depressionen erwachsen aus dieser Beziehung. Ich hatte schon mal vor ein paar Jahren, wann war Corona? Ja, als Corona war, hat das schon angefangen. Aber das war. Also ich kam, wie gesagt, damit klar. Ne? Das ist so eine Dysthymie, nennt sich das. Das ist immer so eine, ja, ich sage mal, Grundunzufriedenheit irgendwie. Ne? Ganz leicht. Aber das wurde jetzt durch die Beziehung auf jeden Fall schlimmer. So schlimm, dass ich ja auch selbstverletzende Gedanken hatte. Die wurden auch immer häufiger. Hast du es auch umgesetzt? Nein, ich, also. Nee, ich habe mir nichts angetan oder nichts versucht, aber ich würde sagen, dass ich das auch als Selbstverletzung empfunden habe, wenn wir dann einen Streit hatten und er abgehauen ist und ich, ja, oder auch dann gesagt hat, ja, das war's jetzt, die Beziehung ist vorbei sozusagen. Und ich dann so am Boden war, da habe ich mich ja dann eingeschlossen zu Hause und habe getrunken, gekifft. Tabletten genommen. Also ich habe mich wirklich weggeschossen. Ich wollte nichts mehr fühlen. Ich ja, habe mich da Zerstört. so zerstört, genau. Und dann ist es ja Bestraft, immer, könnte man das auch so ja, sagen. könnte man auch so sagen, ja. Also Also es gibt dachte solche, ne, mir. ich finde, wir kommen langsam in den Kern vor. Es gibt solche Bestrafungstendenzen in dir. Kann man das so sagen?
Ja, also der erste Vorfall, da ist mir das auch bewusst geworden. Da würde ich auch sagen, da hatte er mich dann quasi schon nach 2, 3 Monaten Honeymoon, gab es dann eben einen Vorfall. Und ich wusste in dem Moment schon, das hier ist keine natürliche Reaktion, das ist unverhältnismäßig, aber hatte keine Wahl, als mich dann, sage ich mal, unterwürfig zu zeigen, für irgendwas zu entschuldigen, was eigentlich nicht notwendig wäre, um bei ihm bleiben zu können. Und habe dann ja auch zu mir gesagt, oh, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Warum kriegst du das nicht hin? Warum verkackst du immer alles? Ja, genau, diese Gedanken kamen dann direkt, ne? Ja. Anstatt mit erhobenem Haupt zu sagen, so wie du reagierst, geht gar nicht. Ciao. Also, da hatte ich keinen Selbstwert für. Aber das Irre ist ja, wenn man mit dir redet, merkt man ja, du bist ja schon ein sehr reflektierter Mensch. Das Irre ist ja, dass man auf der einen Seite das ja alles weiß. Ja, das ist ja auch das, was mich Es aber so nicht an. fühlt. Korrekt, ja. Ich kann es nicht richtig zulassen. Also, das also ist ja das Problem. Theoretisch weiß ich da viel, aber Die ja. Gefühlswelt in dir sieht halt anders aus. Ja. Und das macht, glaube ich, dann nochmal doppelt so Stress, wenn man eigentlich weiß, was einem gut tut, aber es da danach nicht handeln kann. Es gibt nochmal so ein Schuldding drauf. Ja. Ja, und es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich liebe diesen Selbsthass oder so. Nee, Nee. das sagt ja auch keiner. Das, wisst ihr, was bei mir auch ein Augenöffner mal war hier auf so einem Stream, ging so um Magersucht. Und da sagte diejenige auch, als Magersüchtiger hat man natürlich wahnsinnigen Hunger. Man hat ja immer so die Vorstellung, wenn man da nicht drinsteckt, dass Magersüchtige es nicht essen wollen oder dass die keinen Hunger haben oder wie auch immer. Aber sie haben ja massiven Hunger, sie wollen eigentlich gern essen, aber können es nicht, weil sie sich danach wieder bestrafen müssten. Also es ist eine sehr komplexe Geschichte. Ja. Ja, aber stimmt, man denkt eigentlich, die haben keinen Hunger, aber natürlich haben die Hunger. Verstehst du, was ich meine? Geht dir das ähnlich, dass man denkt, Magersüchtige haben keinen Hunger? Aber das stimmt ja nicht. Nee. Die haben einen Bärenhunger, erlauben es sich aber nicht zu essen, Komma, weil jetzt kommen wir wieder zurück zu dir, es halt nicht geht. Ja, das ist ja crazy. Also, ich sag. Ja, und ihm hatte ich wahrscheinlich dieses Pendant so. Innerlich ist er natürlich auch höchstwahrscheinlich, also kann ich nur mutmaßen, traurig. Und deswegen flüchtet er sich eben in diese Geschichte. Und ja, Du er hat entschuldigst mir ihn dann. schon wieder. Ja, Kann gut. das sein? Ja, es ist. Ich will halt schon noch das Gute im Menschen sehen. Ich will ja ihn nicht jetzt. Was heißt das Ach, wie Gute soll im ich Menschen sagen? sehen? Aber weißt du begibst dich jetzt immer auf so eine Ebene, wo du Verantwortung für ihn übernimmst. Wo, So das Rechtfertige, und ja. das rechtfertigst auch, obwohl ihr eigentlich miteinander nichts mehr zu tun habt. Ja. Interessant, also ich möchte das jetzt gar nicht werten, aber es fällt halt natürlich sofort auf. Ja, weil letztendlich ist er alt genug und letztendlich für seine Handlungen und für seine Verletzungen und für seinen Heilungsprozess natürlich selber zuständig. Ist ja kein Kind. Nee, nee, das ist klar. Aber ich denke, als Partner ist man natürlich interessiert daran, ne? Aber Auf der anderen ja, aber Seite war es ist nicht möglich. er war ja auch nicht interessiert an meiner Eben. Gesundheit, so unbedingt, ne? Naja, und ich sag's mal so, also wenn du dich für deinen Partner nicht änderst, du dich selbst, ja, weil nur man selbst kann sich eben ändern, dann wird's der Partner nie, das weißt du ja auch eigentlich, ja, man kann ja Menschen nicht von außen ändern. Man kann da nur da sein, begleitend sein, ihn an der Hand nehmen, aber die Schritte muss derjenige natürlich selber gehen. Und da, Ja, man hat ja auch nicht das Recht dazu, sage ich mal, für ihn da so zu entscheiden, aber Was heißt Recht? Das ist einfach unmöglich. Weil wenn du dir das Recht beanspruchst, und das kennen wir ja, das geht ja auch, sind ja auch solche Eifersuchtsgeschichten, ne? Wenn man das Recht halt beansprucht, dass derjenige das nicht oder wie auch immer, das geht doch immer in die Hose, so eine Sackgasse. Lösen tut das ja nie was. Nein. Ja, das muss schon eine Gemeinsamkeit sein. Und ja, gut, ich habe da gut reden. Ich meine, ich bin seit 14 Jahren verheiratet. Aber glaub mir, ich kenne die ganze Welt.
Also auch diese furchtbaren Beziehungsgeschichten, ja, wo es halt Ups und Downs gab. Und sonderbarerweise, es gab ja diese Form von Beziehungen ja auch früher schon. Da hat man sowas nur nicht toxische Relationship genannt. Ja. Gut, kann ich nicht sagen, so alt bin ich noch nicht. Aber irgendwie kommt es einem vor, als wäre es alles neumodisch. Naja, das ging jetzt gar nicht in so eine Altersüberprüfung rein, sondern ich finde, es wollte damit eigentlich sagen, dass dieses Thema mehr Bühne bekommt. Ja, und vielleicht auch einfach ernsthafter genommen wird. Und ja, man muss halt drüber reden. Man muss es abbilden. Und ich denke, jede Beziehung, jede, wenn man es auch so labelt, toxische Beziehung, ist halt auch individuell. Ja. Das klar, ja, genau. Meine Liebe, du wirkst etwas leer. Ja. Bist du durch für heute? Ja, also ich bin, ja, irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt alles so erzählt habe. Es kam einfach so raus. Ist doch super. Das ist doch schön. Es war Oh, jetzt nichts ja. Schlimmes dabei. Gut. Machst Ja. dir schon wieder Gedanken, was du erzählt hast? Also ja, das letzte Mal war es halt so, da habe ich mich dann auch sehr erleichtert gefühlt direkt im Anschluss, muss ich Ja. sagen. Und dann habe ich es mir angehört und dachte dann auch direkt wieder, wie hast du denn dargestellt? Ne? Das kam dann direkt wieder. Und dann habe ich direkt wieder die Bestätigung von anderen gebraucht. Nee, es war so, das war so für dich, das ist dein Empfinden. Alles gut, so ja. Okay, also wir hatten jetzt, sage ich mal, in 40 Minuten ein schönes Gespräch, wo wir einfach mal locker sein konnten, und jetzt kommt wieder die Kontrolle zurück, zu überprüfen, was man getan hat, was man gesagt hat. Ist okay. Ist okay, finde ich okay so. Meine Liebe, ich finde es auch rund für heute. Ich fand das sowieso einen spannenden Stream. Ich hatte am Anfang auch ein paar technische Probleme. Darum war ich da etwas unfokussiert. Aber das hast du mir natürlich nicht angemerkt. Nee. Genau. Wollen wir den Stream für heute beenden? Können wir gerne machen, ja. Pass auf, du hast ja vielleicht schon mitbekommen, dass es zu jedem Stream jetzt immer ein Gedicht am Abschluss gibt. Habe ich gehört, ja. Ja, und ich habe mir heute ein Gedicht rausgesucht, wieder mal aus dem Expressionismus von Ernst Stadler. Und das passt sogar. Es heißt Reinigung. Ja, Okay. es geht los, okay? Lösche alle deine Tage und Nächte aus. Räume alle fremden Bildern fort aus deinem Haus. Lass Regen dunkel über deine Schollen niedergehen. Lausche, dein Blut will klingend in dir auferstehen. Fühlst du, schon schwemmt die starke Flut dich neu und rein. Schon bist du selig in dir selbst allein. Und wie mit Auferstehungslicht umhangen, hörst du, schon ist die Erde um dich leer und weit, und deine Seele atemlose Trunkenheit, die Morgenstimme deines Gottes zu umfangen. Können wir so stehen lassen, oder? Ja. Alright. Meine Liebe, möchtest du noch was sagen zur Community, an die Welt, an mich? ja, ich würde vielleicht mal eine Empfehlung aussprechen an Menschen, die jemanden im Freundeskreis haben oder Familienkreis, wie auch immer, die vielleicht in so einer Situation oder so einer ähnlichen Situation waren wie ich. Hört bitte zu, wenn sich derjenige euch öffnet, auch wenn sich die Dinge wiederholen und es immer dieselbe Schallplatte ist, es ist wichtig, dass man zuhört und ja, der Mensch fühlt sich vielleicht selber schon irgendwie allein und dann sollte man ihm nicht noch das Gefühl geben, dass er irgendwie selbst schuld ist an der Misere oder genau, einfach da sein. Einfach Das mal wäre zuhören, einfach mal drüber reden. Genau genau. wie wir das hier machen. Korrekt. Alrighty. Reden hilft. Genau. Dann, meine Liebe, bleibst du noch kurz in der Leitung. Und Ja. ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns morgen wieder 19 Uhr. Ich habe angekündigt, Interview
mit dem Cannabis Social Club Verein Greenkeepers. In diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Ciao.